Naturbursche, Naturbursche, die Biene, die hier auf meinen Körper landet. Ja. Du hast dich entschlossen, einen Gemüsegarten anzulegen, weißt aber nicht genau, welche Kulturen denn du genau anbauen möchtest. Tippst so ein bisschen in Gartenforen durch, schaust, was dir andere Leute dir so empfehlen für Pflanzen, hast aber immer noch keine Ahnung, wie die angebaut werden, welche Erfordernisse die haben und bist vielleicht auch ein bisschen ungeduldig oder auch überwältigt von den ganzen Informationen, was man dann alles so anbauen kann. Schaust dich so ein bisschen um, nimmst dir was, was dir vielleicht so selbst schmeckt, was du in der Küche nutzt oder etwas, was interessant klingt, wie zum Beispiel Ingwer. Du probierst einfach aus und guckst, was dabei rauskommt. Ist ein sehr guter Ansatz. Dennoch würde ich als Anfänger immer noch gucken, welche Kulturen denn einfach anzubauen sind. Einfach aus dem Grund, damit du halt deine ersten Erfolgserlebnisse hast und nicht gleich im ersten Jahr eine Vollkatastrophe hinlandest, die Kulturen, die du eigentlich geplant hast, dann doch nicht so gewachsen sind oder die Ernte rausgekommen sind, Sachen viel zu früh in die Blüte reingegangen sind, Tiere irgendwas angefressen haben oder dann doch die Radieschen nicht in ihrer vollen Pracht, sondern dann doch etwas kleiner geblieben sind. Um bei der ganzen Informationsflut so eine gewisse Struktur zu bekommen, werde ich jetzt nach meinen 6 Erfahrungen, die ich im Permakulturgarten erleben durfte, mal so die Kulturen auflisten, von denen ich sagen würde, dass sie für Anfänger nicht so geeignet sind. Fangen wir mit 2 Kandidaten an, die sehr beliebt in der veganen Szene sind, aber auch in dem Fitnessbereich ist einer von ihnen sehr gerne auf dem Teller, beziehungsweise auch in der Sprossenanzucht. Das ist vom Blumenkohl, aber auch vom Brokkoli. 2 Sorten, wo halt die Züchtung auf die Blüte fokussiert ist. Denn genau das ernten wir, so eine Art Vorstufe von der Blüte. Und da müssen wir auch bereits bei der Jungpflanzenvoranzucht darauf achten, dass unsere Brokkoli- und Blumenkohl-Jungpflanzen so eine Blütenknospe auch schon hat und die brauchen wir, weil wenn wir das nicht haben, dann hast du hier beim Blumenkohl oder auch Brokkoli einen Leerlauf. Außerdem brauchen die beiden Kollegen sehr viel Energie, von daher brauchst du einen lebendigen und humusreichen Boden, den du zum Beispiel mit Mist, mit Mulchmaterial und Holzhäcksel bzw. auch anderen organischen Material herstellen kannst und du brauchst auch eine solide und stabile Wasserversorgung, denn das Problem ist halt im Sommer, wenn es halt sehr trocken und auch heiß ist und die nicht mehr so viel Wasser abbekommen, dass sie ja halt dann dadurch ambitioniert werden, in die Blüte zu gehen, anstelle halt diesen Blütenkopf schön auszubilden. Leider sind die beiden Kollegen auch sehr beliebt bei den Schnecken und das ist dann besonders ärgerlich, wenn die Schnecken sich dann in die Köpfe mit reinbohren und dann es dann dazu passieren kann, dass die auch von innen heraus schimmeln. Also da musst du dann richtig schnell handeln und die dann frühzeitig abernten. Und wenn du dann sehr viel Blumenkohl oder Brokkoli angebaut hast, dann wirst du wahrscheinlich dann auf einmal Unmengen haben. Gleiches gilt natürlich auch für den Kohlweißling, der auch hier enorme Schäden verursachen kann. Von daher ist es da auch sehr wichtig, vielleicht mit einem Insektenschutznetz oder mit Nemmöl zu arbeiten. Oder du hast schon so einen ausgeglichenen Garten, dass dir die Wespen auch dabei unterstützen können. Wenn du einen schönen weißen Blumenkohl haben möchtest, dann ist es halt hier wichtig, die großen Blätter über den Kopf drüber zu stülpen, denn durch die Sonne verfärbt sich dann der Blumenkohl gelb. Und wenn du den Hauptkopf geerntet hast, reißt die Pflanze nicht sofort raus. Es werden hier nochmal neue Seitentriebe gebildet, wo du nochmal kleine Köpfe ernten kannst. Die nächste Kultur ist eine der beliebtesten Kulturen in deutschen Gärten. Und zwar ist es die Gurke, besser bekannt als die Diva im Garten. Denn die guten Pflanzen haben einige Anforderungen, die man erfüllen sollte. Denn sonst hast du eventuell eher weniger gut schmeckende Gurken oder die Pflanze kann ja dann komplett eingehen. Und da gehört halt zum Beispiel dazu, dass der Boden bzw. das Wasserverhältnis nicht zu trocken sein darf, aber auch nicht zu nass. Perfide kann das Ganze auch sein, wenn dann eine Gurke zu viel gegossen hat und sich eventuell noch Staunässe gebildet hat, dass dann die Blätter hängen würden, als ob sie nicht genug Wasser haben würde und dann kippst du noch mehr Wasser rein und dann verschlimmert sich das Ganze. Ihre Wurzeln halt schimmeln und sie halt nicht mehr Wasser aufnehmen kann und dann hängt sie halt mit den Blättern, um halt die Kondensation zu reduzieren, vor allem im Sommer. Und wenn es halt dann so weitergeht, dann wird halt die Pflanze eingehen, trotz alledem, dass sie halt genug Wasser hat. Und das ist auch das Gleiche, wenn sie zu wenig Wasser hat, dann beginnt es halt auch damit, dass halt die Früchte bitter werden, weil halt die Pflanze zu viel Stress bekommen hat und dann hast du halt nicht mehr so gut schmeckende Gurken und wenn sie zu wenig Wasser hat, dann kannst du sie auch nicht richtig ausbilden.
Stress ist ein wesentlicher Faktor, warum auch deine Gurken bitter werden. Darunter zählt halt auch, wenn du mit kaltem Gießwasser beispielsweise gießen würdest oder auch die Nächte zu kalt sind, die Pflanze auch in den kalten Boden reingesetzt hast. Wenn du irgendwelche Pflegefehler machst, dann kann es auch darauf passieren, dass sie schnell Mehltau bekommt, weil sie geschwächt ist. Dann muss man auch wieder rangehen, vielleicht mit einer Natronlauge. Oder wenn du halt nicht schnell genug bist und die Gurken regelmäßig beerntet, sondern auch wie hier, dass sie schon eine gewisse Reifegrad hat, dann geht es halt mehr in die Samenproduktion. Und sobald die Gurke das einmal gemacht hat, dann wird sie dir hier absterben. Ja. Wurzelschäden sind enorm verheerend, da holt sie sich meistens erst, wenn überhaupt, nach 2 bis 3 Wochen. Also immer gucken, Happy Wife, Happy Life und der Diva alles gewährleisten und hier die Ressourcen noch zur Verfügung stellen, damit sie auch dich mit sehr vielen Gurken beschenken kann. Gleich bei den Kürbisgewächsen und zwar hier jetzt bei den Melonen. Und ja, man kann Melonen in Deutschland anbauen, man muss halt nur wissen, wie man sie pflegt, auf was man dann auch darauf achten sollte. Habe auch ein Video dazu gemacht, werde ich dir hier oben in der Videobeschreibung oder Infobeschreibung mit verlinken. Kannst du später reinschauen. Und die Natur muss halt ein bisschen mitspielen, damit du einen schönen warmen Sommer hast. Hast du jetzt wie dieses Jahr eher einen feuchteren Sommerperiodenweise, dann kann es halt sein, dass die Früchte etwas kleiner sind, weil die Wärme halt auch einfach fehlt oder die Pflanze vorzeitig abstirbt. Wichtig ist die Sortenauswahl, die auf frühe Sorten setzen, beispielsweise die aus Russland oder auch Polen. Findest du zum Beispiel unten in meiner Saatgutliste, da viele verschiedene Melonensorten, die sich bei mir bewährt haben im Anbau. Sonst halt immer darauf achten, dass es schön warm ist, dass es auch für eine gewisse Zeit trocken ist, dass sie aber dennoch genug Wasser zur Verfügung haben, dass der Boden aufbereitet ist, dass du sie vielleicht eventuell ausgeizt, damit die Früchte auch groß genug bleiben. Die nächsten beiden Kulturen dürfte vielleicht den einen oder anderen etwas verwundern. Und zwar ist es das Küchenkraut Petersilie und Salate. Müsste eigentlich nicht so schwer sein, vor allem bei den Salaten. Ist ziemlich anfängerfreundlich. Allerdings gibt es da doch einige Sachen zu beachten. Nach meinen Erfahrungen kann Petersilie schon recht zickig sein und das beginnt dann schon meist in der Vorhandzucht. Also bei mir war es dann so, dass ich eine recht lange Keimdauer hatte. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass du halt schon sehr qualitativ hochwertiges Saatgut haben musst, was vielleicht nicht zu alt ist. Dann brauchst du halt hier die optimale Keimtemperatur. Und wenn du halt dann wirklich einen hohen Ertrag haben möchtest, dann solltest du auch schon recht früh in der Saison anfangen mit der Vorzucht von der Petersilie. Wenn du etwas großzügiger ausgesät hast und sie jetzt nur in einzelne Töpfe pikierst und vereinzelt, kannst du sie ein bisschen wachsen lassen. Und wenn dann die Zeit gekommen ist, also frostfrei, dass du sie da auch in die Beete mit reinsetzen kannst, dass sie dann auch guckst mit Mischkulturpartner hier, super agierst, dass sie halt erstens im Halbschatten steht und dass halt auch die Schnecken nicht sofort deine Pflanzen wegknabbern, bevor sie halt schöne große Stiele bilden. Halbschatten meiner Meinung nach einfach aus dem Grund, weil wenn der Sommer wirklich zu heiß ist, die Pflanze nicht genug Wasser bekommt, vielleicht noch in einem starken lehmhaltigen Boden irgendwie drinnen wächst, also im Boden, der nicht ganz so durchlässig ist, dann wird die Pflanze halt sehr viele Probleme bekommen. Sie kann dann frühzeitig auch in die Blüte auch gehen, dir sehr schnell austrocknet, mit dem Wachstum nicht so ganz hinterherkommt, dann hast du ja eher auch eher weniger was davon. Von daher würde ich es zum Beispiel als Unterbepflanzung für Tomaten auch nutzen. Die Petersilie ist auch draußen im Freiland ein mehrjähriges Kraut, das heißt, sie übersteht auch leichte Fröste und wenn halt die Bedingungen gegeben sind, dass sich halt hier keine Staunässe vielleicht durch den Schnee bildet, sie auch nicht zu stark erdrückt wird und hier vielleicht auch einfach nur wegfault, dann hast du halt eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass dann die Pflanze im folgenden Frühjahr auch mit austreibt, wird aber dann noch zu 100% in die Blüte gehen und wenn die dann anfängt zu schießen, dann werden dann auf einmal die Pflanzenteile auch giftig, da bildet sich dann der Fraßschuss Apiol. Die Schwierigkeit beim Salat besteht aufgrund der Tatsache, dass du halt je nach Jahreszeit halt die entsprechende richtige Sorte treffen solltest. Weil wenn du da halt Fehler machst, dann werden die Salatköpfe eventuell überhaupt nichts, weil es dann ihnen vielleicht zu kalt ist oder sie fangen einfach frühzeitig an zu schießen. Also klassisches Beispiel ist zum Beispiel der Kopfsalat, der sich halt mehr für den Frühjahr und auch für den Herbstanbau lohnt, weil wenn der zu starke Hitze abbekommt und vielleicht auch noch zu wenig eine Bewässerung, dann fängt halt hier der Kopfsalat sehr schnell an in die Blüte zu gehen, dann hast du vielleicht nicht ganz so schöne Köpfe, dann fangen die Salate überhaupt erst gar nicht an Köpfe zu bilden, sondern gehen halt sofort in die Blüte.
ist ja nicht gerade der Sinn der Sache, sondern da gibt es halt hier spezielle Sommersalate, wie zum Beispiel den Batavia-Salat. Der übersteht solche Hitzeperioden ziemlich gut. Habe ich dieses Jahr auch wunderbare Erfahrungen gemacht. Ist ein knackiger Salat. Aber sowas musst du halt dann einfach mit berücksichtigen. Ist genau das Gleiche, wenn du halt einen Wintersalat anbauen möchtest oder einen Treibhaussalat für den Weihnachtszeit oder für Dezember und Januar, ist ja alles möglich. Wenn du jetzt hier zum Beispiel einen Folientunnel hast, da eignen sich zum Beispiel hier so Winter-Treibhaus-Kopfsalate oder die Sorte Barque eher. Also das ist beim Salat halt immer, musst halt drauf gucken, am besten immer auf die Sortenbeschreibung achten. Okay, welche Salatsorte setze ich halt am ehesten? Für welche Jahreszeit und tu halt dann hier so planen mit der Voranzucht, mit dem Pikieren und mit dem Raussetzen, damit ich halt hier die besten Zeitpunkte treffe, weil es dann schon vertane Arbeit, wenn du halt einen Kopfsalat einfach im Sommer reinsetzt und dann siehst, okay, nach 3 Wochen hast du dann gemerkt, sind einfach sofort in die Blüte gegangen, hat keinen schönen Kopf gebildet, war einfach nutzlos und jetzt muss ich das alles zum Beispiel einfach meine Hühner verfüttern. Wenn es das dein Sinn ist, kannst du gerne machen, aber muss ja auch nicht unbedingt sein. Und beim Salat auch bitte darauf achten, wenn ihr jetzt ein ganzes Beet voller Salate einpflanzen möchtet, dann habt ihr irgendwie 20 Salate, macht es doch nicht alles auf einmal aus. Ihr seid Rohköstler oder verfüttert es gleich an eure Tiere, weil halt der Kopfsalat dann alle gleichzeitig fertig werden, die dann beerntet werden können. Und die meisten, kennen die wenigsten, die am Tag jetzt einen Kopfsalat essen würden. Und wenn du gleich am gleichzeitig 20 Salatköpfe fertig werden, das sind 3 Wochen, das ist dann vorbei, dann sind sie zu früh in die Blüte gegangen. Also musst du dann hier gucken, eventuell erntest du die schon bereits früher, also bevor sie halt schöne Köpfe ausbilden, oder du machst halt hier mal versetzte Auspflanzungen, das heißt, du tust halt zuerst 5 auspflanzen, wartest eine Woche, kommen die nächsten 5 ins Beet und machst halt dann so die ganze Zeit weiter. Kannst aber auch knackiges Salatpesto machen. Jetzt zum Abschluss knackiges Wurzelgemüse, vor allem für im Winter, dass man ein bisschen seine Zähne trainiert, und zwar Karotten und Pastinaken. Bei beiden ist halt so, dass die Frage mit dem Saatgut, die dürfen nicht zu lange gelegen haben, weil da die Keimrate schon rapide abnimmt. Das heißt, am besten immer gleich das Saatgut vom letzten Jahr auch nehmen. Vor allem bei der Pastinake ist das der Fall. Und die haben beide relativ lange Keimdauern. Also bei der Karotte kann es dann schon gut sein, wenn du sie in dem Beet mit aussiehst. Da wird ja gerne mit der Mischkultur von Radieschen zum Beispiel gearbeitet, weil die halt sehr viel schneller keimen. Und wenn halt die Karotte dann keimt und wächst, ist halt dann das Radieschen erntereif und kannst aus dem Beet nehmen. Und bei der Karotte kann es dann mal sein, dass es dann gut 2 bis 3 Wochen auch dauert, weil halt der Boden einerseits sehr humusreich sein muss und auch tiefgründig locker. Weil wenn das dann nicht der Fall ist und die Pfahlwurzel irgendwann an eine verdichtete Stelle landet, dann hast du keine schöne gerade Wurzel, sondern halt irgendwie eine komische Form, weil die Wurzel sich dann irgendwie so rumbiegt. Und der Boden sollte auch stets feucht, warm und auch beikrautfrei sein, weil halt die Möhre recht langsam wächst und die ganzen wilden Beikräuter, die wachsen viel schneller, verdecken dann alles bei der Möhre. Dann hast du auch wieder das Problem, dass die zu starke Konkurrenz mit ausgesetzt ist und dann wirst du auch hier wieder nicht so ganz so schöne Pfahlwurzeln auch haben. Du hast auch das Problem mit der Konkurrenz, wenn du jetzt beispielsweise kein Saatband nutzt bei den Möhren, sondern einfach kreuz und quer rauswirfst, weil du jetzt keine Lust hast, dich da hinzuknien und all die ganzen Körner schön mit der Hand so in die Reihen mit aussehst, immer ein Körnchen nach dem anderen, und halt einfach rauswirfst und dann vielleicht hier vereinzelt. Das Vereinzeln ist halt einfach wichtig, wenn die Möhren halt zu eng stehen, dass du halt vielleicht hier so ein paar Snack-Möhren auch hast, die vorzeitig erntest und die anderen dann halt stehen lässt, dass du halt die hier weiter wachsen lässt. Ein sehr großes Problem meiner Meinung nach sind auch hier die Schnecken, vor allem wenn da oben die Hälser rausgucken. Da habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass sich dann Schnecken da ganz gerne reinbohren und dann hier die Karotte von innen so ausholen, und dann hast du halt hier durch die Schnecken wieder große Ernteverluste. Von daher kannst du auch hier immer gucken, dass der Hals nicht oben rausschaut, sondern immer angehäufelt ist, und wenn halt dann die Schnecken sich reinbohren, dann halt so schnell wie möglich einfach abernten. Gleiche Problem hast du auch hier mit Wühlmäusen, die lieben auch solches Wurzelgemüse, dass sie hier die ganzen Möhren einfach wegfressen. Oder was ich schon von vielen Eltern erfahren habe, ist, wenn die Kleinen auch mit im Garten sind, sich an dem Garten erfreuen, wenn man auch etwas ernten kann, dann an den Karotten vorbeigehen, und egal in welcher Größe sie auch sind, egal wie oft du noch sagst, dass man sie noch nicht ernten soll, dass sie halt dann hier etwas rausziehen, damit sie halt auch gleich die Sachen in den Mund stecken. Aber
du nicht gleich extrem ausrasten kannst, weil du dann eventuell noch das Jugendamt vor der Tür hast. Und sagen wir mal ehrlich, bei den unschuldigen und strahlenden Augen kann man nicht lange böse sein. Zu dem Zeitpunkt, bis sie es nochmal machen, obwohl du ihnen das dann auch ausführlich erklärt hast, dass sie doch die Möhren im Boden stecken lassen sollen, bis sie eine ordentliche Größe haben, damit sie auch lagerfähig sind und dass halt jeder was davon hat. Grüße an alle Eltern für diese Meisterleistung, dass ihr Kinder ins Leben führt bzw. geführt habt. Das waren jetzt die Kulturen, die ich vielleicht Anfänger nicht unbedingt empfehlen würde bzw. jetzt bei dem Salat einfach drauf achten solltet oder genau sein sollt, dass ihr halt schaut, welche Sorten ihr auch habt. Also wie gesagt, natürlich baut die ganzen Kulturen mit an, testet auch aus mit Gurken, testet auch ein bisschen mit Melonen aus, mit Karotten, mit Pastinaken. Ist ja alles gut, damit ihr auch die Erfahrungen bekommt. Aber im nächsten Video werde ich dann auch noch erzählen, welche Kulturen für Anfänger geeignet sind, weil sie halt einfacher sind und wo du auch hier sehr schnell Erfolgserlebnisse auch bekommen kannst. Dass du halt hier so eine gute und ordentliche Mischung hast, damit halt nicht alles im Garten in die Hose geht, sondern dass du auch hier Erfolgserlebnisse hast, damit du auch von den Rückschlägen nicht so runtergezogen wirst, damit du auch nicht das Gärtnern sofort aufgibst, wie es halt manche halt leider machen, wenn halt mal das Wetter nicht ganz so mitspielt. Verregneter Sommer, beispielsweise in der Zeit bei Ahrtal zum Beispiel, wo wir das hatten, haben sehr viele Leute aufgehört. Muss nicht unbedingt sein. Von daher nicht aufgeben, immer weitermachen und am besten halt auch hier die eigene Psyche auch mitnehmen mit Sachen, die halt schwer anzubauen sind. Okay, aber der Großteil soll dann doch Kulturen sein, die einfach sind, wo man auch hier super Erfolge verzeichnen kann.